Aber das Beste war ja, wo er in den Eisbergen verschollen war, nicht mehr zurückgefunden hat. Wo er dann die Zeitsperre über die Konsole aufgehoben hat, weil er ja sonst hätte nicht weiter streamen können. Das war Cheaten. Er durfte ja, er ist ja YouTuber. Und das hat alle anderen. Von einem leichten Ärgernis. Das Merkwürdige ist ja, alle anderen hat es kalt gelassen. Jeder muss die Ich hab's nicht mitbekommen. 10 Minuten erdulden. Warum er nicht auch? Er hätte doch so ein Frage-Antwort-Spiel dann bei Twitch machen können. Ja. Aber so, man. Das Projekt war so oder so super. Es ist nichts gescriptet. 10 Minuten vor dem End-Event kriege ich in-game per MSG, was verboten ist, eine Nachricht von Nisch. Okay, Nisch hat die Erlaubnis für sowas ja. Er ist Mod. Er spielt ja selbst nicht. Er ist Mod. Er darf sowas benutzen, wenn irgendwie was ist. Ja, könntest du mal kurz in Reden 2 kommen? Ich so, okay. Ja, ich habe geantwortet, weil ist ja. Mods antworten sollte man schon dürfen. Über Ja. MSG, wenn die einen anschreiben. Ja, warte kurz, ich muss eben Discord aufmachen. Bin da reingekommen. Wieso soll ich in Reden 2 kommen? Da sitzt ein Balui drin. Ich Ja, gehe trotzdem mal gut. rein. Ich bin in den Channel reingegangen. Hallo CO2. Ja, ich sollte hier eigentlich auf Nisch warten. Nee, du solltest auf mich warten. Ah, da Könntest du gibt's. später, wenn ich streame, bitte irgendwann sagen, dass man vielleicht über den Weltenbaum flüchten könnte? Wir haben da schon alles präpariert. Ja, alles präpariert, das sagt doch alles. Hätte ich im Voraus gewusst, dass das in diese Richtung dieses Gespräch geht, hätte ich das aufgenommen. Das hättest du machen müssen, aber ich hab's auch schwarz auf weiß, dass Society seit einem bestimmten Zeitpunkt angescriptet war. Seitdem der Bau der Stadt begonnen hat. Ich habe es schwarz auf weiß, weil ich mit jemandem sehr gut dastehe, der für Baloo gescriptet hat. Wer? Dark Rover. Jetzt kann ich es ja sagen, weil ist ja eh sowieso alles vorbei. Der ist ja auch bei mir auf dem DC und auf einem anderen DC ist er Dark Rover. Administrator. Ist das nicht Darky? Nein, das ist ein Nee, es anderer. war da. Dark Rover. Dark Rover, das war der, der immer bei uns in die Stadt gekommen ist und bei mir Essen geholt hat und also beziehungsweise abgekauft hat, das Essen. Ja. Mit dem habe Wir ich. reden aber nicht vom Zack-Zack-Zack-Typen. Oh Gott, wie hieß denn der? Ja, das ist gerade nämlich auch so meine Sache. Ich glaube, der hieß auch Dark Rover in-game. Der kam halt zu mir und hat Essen abgekauft. Ich weiß gar nicht, was ich verlangt habe. Ich glaube, die Hälfte vom Geld hat er mir abgegeben. Plus noch irgendwas anderes hat er mir immer dazu gebracht, wenn mich nicht alles täuscht. Damit ich. Information. Nee, das nicht, aber damit ich neues Essen herstellen konnte. Ja, der Typ aus dem Zeug-Zeug-Zeug-Laden aus der Hauptstadt war sogar so besser. Der hatte irgendwann von Balui ein Handelsverbot mit uns bekommen, als ans Tageslicht kam, dass er Dings mit uns Handel treibt. Okay. Ja, ab dem Moment habe ich von ihm keine Pfeile mehr gekauft, weil er durfte uns ja nichts mehr verkaufen. Weil ich hab immer Pfeile bei ihm gekauft. Ich habe irgendwie das eine Mal für ein Stack, nee, ja, für ein Stack Eisenmünzenstab, also für ein Eisenmünzenstapel-Stack, habe ich irgendwie 8 Stacks Pfeile gekauft. Ja. Also, der hat sich an mir mehr oder weniger eine goldene Nase verdient, weil er hat irgendwann mal gesagt, in der Stadt verkaufen wir einfach an niemanden, weil niemand was kaufen möchte. Ja. Weil ich immer sage, ja, wenn du Pfeile hast, leg die an die Seite, bis du 8 Stacks hast, und dann gebe ich den Eisenmünzenstapel-Stack dafür. Ja, ist doch gut. Ja, weil Pfeile brauchte man immer, vor allem ich mit meinen. Ich weiß nicht, ob du das jemals mitbekommen hast, aber zu Society-Zeiten hatte ich so gesehen einen Aimbot. Einen Way. unabsichtlichen. Ich habe kein Cheat oder so mehr runtergeladen, aber ich hatte einen Aimbot. Ich schieße 3 Meter an Diamond King vorbei, der ein Herz hat. Was passiert? Diamond King stirbt. Ja, gut.
Also jedes Mal, wenn ich irgendwo hingeschossen habe und extra an der Person vorbeigeschossen habe, habe ich die Person damit gekillt. Aus Versehen oder mit Absicht? Aus Versehen und mit Absicht, weil es gab auch Situationen, wo ich es geschafft habe, extra. Ja gut. Ich ärgere mich immer noch, dass wir diesen scheiß Power 5 Bogen abgeben mussten. Das Krasse war ja, wo meine allerletzte Folge, die ging ja über eine halbe Stunde, die habe ich schon Farmboy aufgenommen. Wo mal die ganze Zeit die Bossmobs geklatscht haben. Dass der Farmboy da keinen Ärger gekriegt hat, weil wir dort auch da die Aktion mit dem Boot gemacht haben. Ja, ist aber auch eigentlich kein verbotene Sache. Nee, es ist... Weil es ist eine Minecraft-Mechanik. Ja, es ist ein Feature, das steht auch auf der Minecraft-Wiki. Weil man ja sonst seine NPC-Tierchen nicht übers Meer transportieren kann. Ich mobs mir mal... Auf jeden Fall, warte, ich glaube, Dings weiß nicht, was wir meinen. Was mobst du dir? Zwei Enderperlen. Ja, mach mal. Weil ich brauche den auch für die Grid Power, damit ich den Endring endlich nutzen kann. Für den Fall, weil Oskar sicherlich nicht weiß, wovon die Rede ist. Ach, ich höre einfach zu. Es gab ein Bossmonster und Ike hat einen Trick benutzt, der irgendwann eingeführt ist, weil wir haben 1.12 gemacht und ich glaube, ab der 1.10 gibt es dieses Feature, dass Monster oder dass generell Tiere in Boote einsteigen können. Dazu zählen auch diese Bossmonster und so, weil die Bossmonster ansonsten nicht vernünftig killbar waren, weil du hattest, was war das Beste, was wir in der Rüstung hatten? Gehärtete Lederrüstung. Gehärtete Lederrüstung, die ist ungefähr so stark wie Eisenrüstung, glaube ich, gewesen. Mhm. Das war das Maximale, was wir haben und wenn wir Pech hatten, haben die Monster uns trotzdem getoo-hittet. Ja. Okay. Und hatten 30, 40, 50, 60, 70? 70 Leben ungefähr? Ich glaube, das vor unserer Stadt hatte 75 Lebenspunkte. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Da habe ich nie so drauf geachtet. Ich habe es irgendwann mal im Dings, weil wir hatten ja Weiland nichts drauf. Ich habe es irgendwann mal im in der Map geguckt, als die zum Download freistand. Habe ich mal nachgeguckt. Auf jeden Fall, ich habe das halt immer ausgenutzt, die Mobs schön in die Falle gelockt. Und dann hat mich ein gewisser Onichan dabei beobachtet. Und musste das aufnehmen und hat das natürlich dann auch veröffentlicht. Also so, dass die den Link hatten, das sehen konnten. Darunter ein Balui und dann wurde ich von Katze vom Society-Server gebannt. Wegen Bug-Using. Dann habe ich unter Baluis Video gepostet, den Link zur Wiki. Hier, aha, von wegen Bug-Using. Es ist ein Feature, lest dir mal Punkt 9 in der Minecraft-Wiki durch. Ja, keine Reaktion drauf. Warum wohl? Weil ich nämlich im Recht war und er seinen Fehler nicht einsehen wollte. Weil, und ich sage das jetzt auch einfach mitten in der Aufnahme, weil es ist mir scheißegal, dieses Katzenvieh-Items vor Sekret hat Balui so an den Eiern gepackt. Da hat Balui so an den Eiern gepackt und krault die Teile so sehr, dass Balui weich wird und alles macht, was dieses Katzenvieh will. Der hat keine eigene Meinung. Und dadurch verliert Balui mittlerweile Abonnenten ohne Ende und ist unter die 100k-Grenze gefallen. Also auch wenn ich von Items nicht mehr ganz so eine hohe Meinung hatte wie zu Anfang von Society-Zeiten, weil er hat sich viele Schnitzer geleistet. Ich guck ab und an trotzdem noch seine Videos, weil sie lehrreich sind in Minecraft, in die Minecraft-Richtung. Ich guck eigentlich überhaupt keine Minecraft-YouTube-Videos mehr. Ich gucke keine Minecraft-YouTube, ich gucke kein YouTube, so, ich habe euch beide überboten. Ich gucke sie halt ab und an, gucke ich mal rein, weil bei einigen Sachen ist es halt wirklich interessant, weil einige Sachen wüsste ich zum Beispiel gar nicht ohne. Aber das. Ganz ehrlich, da gibt es bessere YouTuber wie Spark of Phoenix. Ja. Skate zum Beispiel. Da gibt es wirklich bessere YouTuber als, Entschuldigung für die Aussage, dieses Arschloch. Ja, aber zum Beispiel, da habe ich lange nachgesucht und niemanden zu gefunden, wie man in Feed the Beast Modpacks sich die maximale Chunk, wie viele Chunks man maximal claimen kann, erhöhen kann. Ja gut, das, da kannst du dich aber auch auf der Feed the Beast Seite schlau lesen. Ich habe es nirgendwo gefunden, deswegen bin ich hinterher auf das Video der Katze gegangen.
Okay. Das dazu. Ja. Ich behalte jetzt mal allerlei Meinung, die ich jetzt gerade so mir aufbaue, vor. Ich werde das jetzt erstmal nicht sagen, weil ich ganz einfach mir immer gerne selber ein Bild von Menschen mache. Deswegen ich jetzt auch unter anderem hier bin. Oh. Hast du dir jetzt ernsthaft Eimer gecraftet? Nein. Ihr hättet mich fragen können, ich krieg aus den Lootbags dauerhaft Eimer. Wir haben 7 Eimer im System. Ja gut, komm. Ich war gerade so drin im ja, Craften. Ahnung, wo ich drin war. Im Craften, im Sein, im Zuhören. Da habe ich das nicht gemerkt. Alter. Du, das geht mir aber auch manchmal so, wenn ich erzähle oder zuhöre und ich bin zum Beispiel am Craften, wo ich jetzt angenommen ein Eisen und ein Stick für irgendwas brauche. Ich höre zu, ich bin dann so abgelenkt, dass ich einfach Doppelklick mache und dann habe ich auf immer ein Inventar voll Iron Ingots, Nuggets. Ja. Das ist eigentlich ganz normal, dass man da so, wenn da irgendwas ist, wo man gerne zuhört, abgelenkt ist. Ja, klar. Nee, ich gehe nicht zum Mobfarm ohne mein Jetpack. Dann lass das. Aber ich habe das jetzt richtig verstanden, du machst dir von Leuten selber ein Bild, deswegen bist du hier. Unter anderem, ja. Oh, der böse, böse Eik. Ja, so in etwa, war das hier so am Anfang. Mehr oder weniger, ja. Also ich habe auch schon Schlechtes über dich gehört, aber ich finde, dass du ein schnieker Typ bist, so. Ich habe jetzt kein Problem mit dir. Ich habe gesagt, Eik ist einfach ein Verrückter wie du und ich. Ja, warum denn jetzt Stress machen, wo kein Stress ist? Nö. Ich höre mir auch Kritik gerne an, bloß was manche sich denken und erst einmal so gewisse Projekte mit einem anderen Projekt verwechseln und dann übers Freidrehen, da fasse ich mir eigentlich auch bloß an den Kopf. Aber ich bin halt so einer, ich sage dann auch meine Meinung auch voraus. Deswegen bin ich halt der Böse, weil ich auch kein Blatt vom Mund nehme. Das ist bestimmt auch mal gut. Aber ich wurde heute schon wieder drauf angesprochen, aber und habe, was weiß ich, wie viele Seminare zur Streitschlichtung, zum Teambuilding, zum bla 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 gemacht. Und kann inzwischen sagen, 90% aller Missverständnisse oder Streitigkeiten entstehen aus, dass man sich nicht ausspricht, dass man nicht miteinander redet. Was? Wenn Menschen viel mehr miteinander reden würden, CO2, dann würde es jetzt Streit geben. Das erinnert mich doch gerade an meinen WhatsApp-Status. Ich bin ein Mann, habe Eier in der Hose und entschuldige mich. Andere ignorieren es. Die sind keine. Diese Personen sind kein Mann, / Frau. Was ich dir vor ein paar Tagen oder vorgestern oder gestern gesagt habe, ist halt wirklich so, weil ich habe mich mit jemandem zerzofft, der sonst sich immer um die Server gekümmert hat. Hab mich noch am selben Abend per Voice-Nachricht über WhatsApp bei ihm entschuldigt. Dieser Person ist das scheißegal, die ignoriert einfach alles und denkt sich jetzt, er ist halt was Besseres. Und dadurch habe ich diesen Post verfasst und der hat sich den natürlich auch durchgelesen. Ignoriert ihn. Wo ich mir so denke, ja, okay. Ja. Ja. Genau. Das dazu, so. Ah. Mein Gott. Aber sowas muss halt auch mal gesagt sein. Und ich sag ja auch immer wieder, wenn jemand was an mir nicht passt, dann soll er auf mich zukommen und das sagen. Ja, das ist von vornherein auf jeden Fall eine sehr vernünftige Einstellung. Aber es machen halt einfach viele nicht. Eigentlich ist so ein bisschen wie mein Vater, fällt mir gerade mal auf. Ey, bloß weil ich so alt bin, ernsthaft? Nicht nur das. Boah. Unter anderem. Das spielt wahrscheinlich eine wichtige Rolle. Nee, mein Vater sagt auch immer, was er denkt. Ja. Aber ich glaube, das Einzige, was mein Vater schafft, ist lauter sein als du. Du hast mich noch nicht erlebt, wenn ich meine Kinder zusammen scheiße. Also, man hört, wir wohnen hier ganz... Lassen wir es jetzt mal kurz dabei. Ich wohne hier ganz oben unterm Dach und man hört mich bis runter zur Wohnungstür. Wir sind hier im dritten OG.
Das reicht. Mein Vater hat mir erst eine Mal 7 Etagen tief gehört. Ja, okay. Aber das könnte ich auch noch hinkriegen, wenn mich mein Sohn so richtig krass reizt wie heute. Ja, gut. Ich habe Kinder zum Fressen gern auf Toast mit Zwiebeln. Oh ja, das hört sich lecker an. In der Pfanne angebraten. Noch so ein bisschen Ei. Boah, jetzt krieg ich schon wieder Hunger. Ich hab noch Curry. Ja, zum Glück habe ich gerade. Ja, zum Glück habe ich gerade gegessen. Oh, ich hab noch Currywurst im Kühlschrank. Mm. Ich habe schon wieder so viel Öl. Ernsthaft? Braucht ihr zufällig von Immersive Engineering das Öl? Nee. Scheiße, ich hab 3 Tanks voll. Gar nicht. Ich hab 3 Tanks voll. Und wir haben auch einen Tank voll. Ich frage mich immer noch, warum das Ding in unserer Hütte oben steht. Weil ich das damals da aufgebaut habe. Bloß weil man das Öl ab und an häufiger brauchen könnte. Also ich glaube, jetzt brauchen wir es einfach noch gar nicht. Nee, wir haben einfach so direkt den Teil übersprungen, wo wir es gebraucht hätten. Ach so, na dann. Jo. Ich hab doch hier irgendwo Redstone angebaut. Das weiß ich noch genau. Da ist mal eine Redstone Crops. Was mache ich denn jetzt? Ich hab den Generator größer gemacht. Das Glas ist durch. 9, 10,5 Stacks Clear Glas. Wird reichen, oder? Ja. Gut, ich bring's dir dort in deine Iron Chest. Mhm. Ganz ehrlich, warum hab ich das Ding noch nicht aufgebaut? Für die Grid Power? Ich hab alle 6 Stück, ich komm auf 32. Ich bin so ein Vollpfosten. Du kommst nur auf 32? Mit 6? Ja, ich hab Water Wheels und du kriegst nur 4 GP. Ja, wir haben auch Water. Nee. Ja, wir haben Water Mills. Ja, das hat ja, er auch. Water Mill, ne? Und da steht ja, wir haben 4 Stück und kommen auf 48. Also steht Max Power 4 GP. Ja, pro Seite. Ah, okay, dann hab ich auch mehr. Warum hab ich mir dann so viel gemacht? Pascal, kann man das irgendwie effizienter gestalten als mit solchen Feldern? Nicht wirklich. Okay. Man könnte sie diese Felder einfach übereinander stapeln. Aber müsste jedes Feld halt nochmal so ein bisschen. Auf die Mobfarm kommt das. Dann guck ich mir das gleich mal an. So, wie komme ich jetzt am besten da hoch? So. Scheiße. Habe ich hier Felder. Wofür habe ich die Felder eigentlich gemacht? Ich habe genug Knochen zum Hochbauen. Die Felder da hinten weiß ich nicht. Ich auch nicht, das ist das Problem. Jetzt habe ich die hier schon so schön gemacht. In Feinstarbeit. Ich weiß, dass ich hier die Farming Station irgendwann mal umbauen werde, dass wir noch mehr Pflanzen anbauen können. Generell setze ich gerade hier nebenbei noch immer wieder dran, hier für Growth Crystals zu bauen. Nicht die Growth Accelerator, die wir letztes Mal hatten, sondern die Growth Crystals. Mitte ist da. So, jetzt müssten wir alles haben, dass ich durchcraften kann. Wie viel nimmt diese Absorbing Hopper auf? Wie viele Felder? Keine Ahnung. Es ist eine gute Mengenangabe, richtig? Ja, es ist die beste. Ich bin ja so. Habe. Ship. 65 Grid Power. Da freut sich jemand und stirbt darauf. Ja, nee. Ich kann nicht mehr sterben. Ich krieg nicht mal mehr Fallschaden. Wie? Ja, Angel Ring.
Yay! Was hat der für Flügel auf dem Rücken? Injuring. Wieso ist das nur einer? Das ist das da. So. Das sind zwei Flügel. Wenn er es anlegt, siehst du es auch richtig. Echt? Ne, ist er wirklich? Ne, ist nur einer. Lol. Hä? Moment mal. Wenn ich um ihn herum gehe, dann verschwindet der eine Flügel auf der einen Seite und taucht auf der anderen Seite wieder auf. Lu! Du siehst es, oder? So krass verbuggt. Wenn du hier stehst, hier wo ich jetzt stehe, siehst du beide. Ja? Ja. Ja, 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 ich sehe wirklich beide. Ich bin ein behindertes Flügeleig.